Artikelnummer SCP-1678. Objektklasse Euklid. Sonderverwahrungsverfahren. SCP-1678 ist nur teilweise eingedämmt. Den mobilen Einsatzkommandos Tau 4 und Epsilon 6 ist es gelungen, ein verteidigungsfähiges Areal um den Hyde Park Bezirk von SCP-1678 zu errichten. Exemplare von SCP-1678-A haben ihre Angriffe auf dieses von der Foundation besetztes Areal weitgehend eingestellt. Ein dauerhafter Forschungsstützpunkt befindet sich derzeit im Aufbau und die Kommandanten der mobilen Einsatzkommandos bereiten einen Angriff auf das Naturkundemuseum von SCP-1678 vor, mit der Absicht, einen vorgeschobenen Kommandoposten für direkte Verteidigungsbemühungen zu etablieren. Zu den derzeitigen kurzfristigen Zielen gehören die Besetzung und Erweiterung des verteidigungsfähigen Areals zum Naturkundemuseum sowie die Erforschung und Ermittlung der Ursprünge, des Aufbaus und der Schwächen der SCP-1678-A-Entitäten. Die langfristigen Ziele umfassen das Aufhalten, die Behinderung oder die Kontrolle der Produktion der SCP-1678-A-Entitäten sowie der Angriff auf das Parlamentsgebäude von SCP-1678, in welchem sich vermutlich das Wesen, die Entität oder der Verstand, der für die Schaffung von SCP-1678 verantwortlich ist, auffällt und die Gefangennahme und Verwahrung der besagten Entität. Beschreibung: Bei SCP-1678 handelt es sich um eine maßstabsgetreue, spiegelbildliche Rekonstruktion der britischen Stadt London, die sich genau einen Kilometer unterhalb des eigentlichen Londons befindet. Gegenwärtig ist nur der Hyde Park-Bezirk von SCP-1678 erforscht, aber alle Gebäude, zumindest innerhalb des erforschten Bezirks, korrelieren sowohl was ihre Lage als auch die äußere Größe und Form betrifft, genau mit ihren oberirdischen Pendants. Es existieren jedoch Unterschiede in Bezug auf den Architekturstil, das Baumaterial und die Innenaufteilung. Die Stadt wurde so konstruiert, dass sie dem London der viktorianischen Ära ähnelt, mit Metallkonstruktionen, die den Gaslampen ähneln, die auf den damaligen Straßen vorherrschten. Jedes modernere Londoner Gebäude besitzt ein Pendant im viktorianischen Baustil, insbesondere die Wolkenkratzer des Geschäftsviertels. Beleuchtungsanlagen in der Stadt existieren nur sporadisch und sind unzuverlässig. Es ist unbekannt, durch welche Mittel SCP-1678 konstant mit Sauerstoff und Gas versorgt wird. Man geht davon aus, dass SCP-1678 mit unbekannten Mitteln instantan erbaut wurde, wobei das Parlamentsgebäude von SCP-1678 vermutlich als Epizentrum dieses Bauprozesses fungierte. Dies wird durch die Beobachtung belegt, dass mit zunehmender Entfernung vom Parlamentsgebäude die Häufigkeit von Baumängeln exponentiell zunimmt. Zu diesen Mängeln oder Fehlern gehören zum Beispiel Häuser, die vollständig aus Kupferrohren oder anderen unkonventionellen Materialien gebaut wurden. Die Gaslampen sind in dieser Entfernung nicht viel mehr als Metallstangen mit einer schwebenden Lichtkugel an der Spitze. Es gibt Gebäude ohne Fußböden und in den bisher am weitesten vom Epizentrum entfernten, erkundeten Gebieten Gebäude ohne Fenster oder Türen. Es wird angenommen, dass abseits vom Personal der Foundation und den Exemplaren von SCP-1678-A, -B und -C SCP-1678 unbewohnt ist. Die derzeitige Annahme ist, dass SCP-1678 mit der Absicht erbaut wurde, als Unterschlupf für Überlebende eines XK-Klasse-Weltuntergangsszenarios zu dienen. Dies wird durch eine Audioaufzeichnung belegt, welche abgespielt wird, sobald eine Person die Stadt betritt. SCP-1678 Audioaufzeichnung am Eingang. Meine Mitbürger, wenn Sie dies hören, dann ist die Welt, wie wir sie kannten, am Ende. Der Himmel ist zerbrochen, der Boden hat sich unter dem Trampeln schrecklicher Füße erhoben. All die Grauen und der Wahnsinn aus den dunkelsten Winkeln der Welt haben sich freigerissen, um sich an der Welt der Menschen zu rächen. Diejenigen, die versucht haben, sie einzudämmen, wurden getötet oder in alle Winde zerstreut. Und wir mussten schnell lernen, dass der Versuch, diese Kreaturen zu bekämpfen, fast ausnahmslos bedeutet, den eigenen Tod in Kauf zu nehmen. Unzählige Milliarden wurden in das endlose Verlangen dieser Bestien nach Tod und Verderben abgeschlachtet. Und es gibt nichts, es gab nichts, was wir hätten tun können, um sie aufzuhalten. Das Böse hat eine blutige Flagge über alle Nationen der Welt gehisst und seinen unheiligen Sieg in den zerbrochenen Himmel gekrächzt. Ja,
Dies ist das Ende. Aber es gibt eine neue Hoffnung. Willkommen in Anlanden, einer Stadt der Überlebenden, einer Stadt der Freien. Gemeinsam, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, werden wir warten und uns auf den neuen Anfang, die große neue Welt, die bald kommen wird, vorbereiten. Lasst die Welt über uns brennen, wir werden ausharren. Lasst die Monster über diese Welt herrschen, wir werden die Zeit nutzen und uns vorbereiten. Lasst den Boden erzittern mit einem neuen Armageddon, bei dem das Böse sich selbst verzehrt. Denn ich sage die Bürger, am Tag des Untergangs der Menschheit wird ihr unersättlicher Appetit sie in ihrer endlosen Sehnsucht nach Tod und Verderben gegeneinander aufbringen. Wir werden warten. Und ich sage dir, Bürger, es wird einen neuen Morgen geben. Und du wirst Anlanden verlassen und blinzelnd in der Sonne stehen, während unsere Kinder in den Gebeinen längst toter Schrecken spielen und lachen. Und ihr werdet Hand in Hand zum Meer gehen, unsere Gesichter gen Himmel gerichtet, während die aufgehende Sonne das neue Zeitalter deiner Menschen einläutet. Und du wirst dich, Bürger, zu meinen Füßen versammeln, wenn ich Anlanden aus seiner Ruhe rufe. Und es wird phönixartig aus der Asche der Alten hervorbrechen. An diesem Tag, Bürger, wird es eine neue Ordnung geben, wenn wir, die Union Jack, über der ganzen Welt hissen. Ich heiße dich in Anlanden willkommen, der letzten Stadt und der ersten. SCP-1678, diverse Audioaufzeichnungen. Die folgende Nachricht wird zu jeder Vollstunde ausgegeben. Bei der Annäherung an einem Bank- oder Polizeigebäude kann Folgendes gehört werden. Bürger, Sie betreten ein Sperrgebiet. Halten Sie Ihre Papiere bereit. Ein Bobby wird in Kürze eintreffen, um Sie zu begleiten. Achtung, in diesem Fall erscheint ein Exemplar von SCP-1678-A kurz darauf. Im Fall, dass man von einem Exemplar von SCP-1678-A entdeckt wird, ertönen: Halt, Polizei. Lassen Sie die Waffen fallen. Kommen Sie raus, wir machen Sie fertig. Polizei, Waffen fallen lassen. Bleiben Sie stehen. Die folgenden Nachrichten werden zufällig einmal pro Stunde ausgegeben. Niemand ist vor dem Einfluss mimetischer Wesen sicher. Lassen Sie sich noch heute beurteilen. Sie könnten von einem mimetischen Horror besessen sein und es nicht einmal wissen. Solche Beurteilungen sind kostenlos und Sie können heute problemlos eine Klinik besuchen. Finden Sie Licht unangenehm? Wenn die Infektion eines Cortex-Wurms früh genug erkannt wird, können Sie entfernt werden. Sprechen Sie noch heute mit Ihrem Arzt. Haben Sie bemerkt, dass sich jemand seltsam verhält? Informieren Sie sofort einen Bobby. Verbrechen wird in Anlanden nicht toleriert. Ich warne Sie, die Peiniger der Gesellschaft werden zu Ihren Verteidigern werden. Das Böse kann in menschlicher Gestalt und in menschlichem Fleisch umhergehen. Bitte bleiben Sie wachsam. Sind Sie häufig ängstlich oder depressiv? Es könnte ein Symptom des Einflusses der Pattern Screamer sein. Benachrichtigen Sie sofort einen Bobby. Stellen Sie sicher, dass Sie in allen Sicherheitsprotokollen gut geschult sind. Es gibt keine Entschuldigung für verwirrtes oder panisches Verhalten während der Übungen. Können Sie nicht über die Runden kommen? Schämen Sie sich nicht. Risons Armenhaus ist hier, um zu helfen. Schwellungen und abnorme Wucherungen sind ein frühes Zeichen für eine Besessenheit durch den Sklavenmann. Melden Sie jede anormale Krankheit sofort Ihrem Arzt. Jeder einzelne von Ihnen ist für die Sicherheit von Anlanden und seine Bürger verantwortlich. Seien Sie wachsam. Die meisten bisher erforschten Gebäude innerhalb von SCP-1678 scheinen für eine extrem dichte Bewohnung konzipiert worden zu sein. Ein gemeinsames Merkmal all dieser Gebäude sind die eng gruppierten metallenen Etagenbetten. Foundation-Forscher haben darauf hingewiesen, dass die meisten untersuchten Gebäude innerhalb von SCP-1678 für eine menschliche Bewohnung ungeeignet sind, da diese Gebäude von Schimmel, Feuchtigkeit und schlechter Bauweise geplagt sind. Einige Gebäude sind für andere Zwecke ausgestattet, vor allem die SCP-1678-Version des Naturkundemuseums, die eine Ausstellung mit dem Titel Der Sündenfall beherbergt, mit Darstellungen mehrerer bekannter SCP-Entitäten sowie Bildern und Kunstwerken, die apokalyptische Szenarien darstellen. Die Hauptbedrohung innerhalb von SCP-1678 wird durch Entitäten dargestellt, die in einigen der Audioaufnahmen von SCP-1678 als Bobbys bezeichnet werden.
wobei Bobby der bekannte britische Slang-Ausdruck aus der viktorianischen Ära für einen Polizisten ist. Diese Entitäten wurden als SCP-1678-A klassifiziert und bestehen aus menschlichen Leichen, die an Kopf, Handgelenken, Knien und Ellbogen grob zerstückelt und mit einfachen industriellen Scharnieren und Schrauben wieder zusammengesetzt wurden. Der Kopf ist immer mit Bandagen umwickelt. Sie tragen eine Uniform, die Polizeiuniform aus der viktorianischen Zeit ähnelt, und sind dem Foundation-Personal gegenüber äußerst feindselig eingestellt und greifen es bei Sichtkontakt mit improvisierten Waffen an. Diesen Angriffen geht immer der Klang einer Pfeife voraus. Alle Lautsprecher im Umkreis von 100 Metern geben die Aufnahme »Polizei, stehen bleiben« aus. SCP-1678-A-Exemplare zeigen sich äußerst widerstandsfähig gegen Beschädigungen, wobei nur großkalibrige Geschosse und Sprengstoffwaffen es schaffen, sie zu zerstören. Es wird vermutet, dass die Entitäten aus einem Gebäude namens Brysons Armenhaus stammen, was durch einen unter der Uniform getragenen Overall belegt wird, welcher stark an Gefängniskleidung erinnert. Inwieweit sie mit den anderen Entitäten von SCP-1678 interagieren, ist unbekannt. Überblick SCP-1678-B. Aufgabe: Überwachung. Alternativer Name: Wachsame Augen. Bei Exemplaren von SCP-1678-B handelt es sich um biomechanische Konstrukte, die kleinen Vögeln ähneln. Sie bestehen aus einer zentralen Masse aus einer roten organischen Substanz, die durch ein kupfernes Exoskelett zusammengehalten wird, das einer Wirbelsäule und Flügelknochen ähnelt. Der Kopf besteht nachweislich aus einer kleinen Videokamera und Reste von Federn und Plastik lassen vermuten, dass diese Entitäten einst Tauben ähneln sollten. Es ist bekannt, dass SCP-1678-B über keine offensiven oder destruktiven Fähigkeiten verfügt. Dennoch sollte ihre Fähigkeit, die Bewegungen der Einsatzkommandos zu verfolgen, nicht unterschätzt werden, da derzeit nicht bekannt ist, ob sie in der Lage sind, mit SCP-1678-A zu kommunizieren oder Exemplare von SCP-1678-A herzurufen. Exemplare von SCP-1678-B sind relativ einfach einzudämmen oder zu vernichten, doch aufgrund ihrer großen Zahl ist es äußerst schwierig, ihre Beobachtung von Foundation-Aktivitäten zu unterbinden. Plakate, welche gelegentlich im gesamten von der Foundation erforschten Gebiet gefunden wurden, weisen auf die Existenz von SCP-1678-B hin. Diese Plakate zeigen das Bild einer kleinen Taube, die kriminelle Aktivitäten beobachtet, mit dem Titel »An Londons wachsame Augen« und einer kleinen Botschaft, die besagt, dass jeder, der ein wachsames Auge zerstört oder beschädigt, bis zu 6 Wochen in verbringen muss. Überblick über SCP-1678-C. Aufgabe: Unbekannt. Alternativer Name: Halunken. Exemplare von SCP-1678-C ähneln einer in Lumpen gekleideten humanoiden Gestalt. Sie scheinen hochbetagt zu sein und sind gewöhnlich, wenn auch nicht immer, weiblich. Sie werden außerhalb des von der Foundation kontrollierten Bereichs angetroffen. Es gab nur sehr wenige direkte Begegnungen mit SCP-1678-C und es ist derzeit nicht bekannt, wie viele Exemplare es gibt oder welche Bedrohung sie für die Foundation darstellen. Bei Begegnungen sitzen Exemplare von SCP-1678-C typischerweise an einer Straßenecke mit Bettelgeschirr und versuchen durch Bitten oder Betteln nach Essen oder Geld das Mitleid der Foundation-Mitarbeiter in ihrer Nähe zu erregen. Sollte SCP-1678-C mit Nahrung versorgt werden, fangen sie an zu weinen, bevor sie sich in einer Wolke aus dichtem schwarzen Rauch entmaterialisieren. Alle Mitarbeiter werden derzeit dazu angehalten, nicht mit SCP-1678-C zu interagieren. Es existieren Audioaufzeichnungen in SCP-1678, die auf SCP-1678-C anspielen. Habt kein Mitleid mit den Halunken. Erlaubt ihnen für alle Ewigkeit den Preis für ihren Verrat zu zahlen. Vergisst nicht, Bürger. An dem Tag, an dem sich Anlanden erhebt, werde ich die Loyalen belohnen. Aber Verräter werden auf ewig verdammt sein. Überblick über SCP-1678-D. Aufgabe: Lebensmittelversorgung. Alternativer Name: Dr. Goodies Wunderbrei. Es wird angenommen, dass es sich bei SCP-1678-D um die primäre Nahrungsquelle handelt, die im Falle einer Vollbelegung von SCP-1678 genutzt werden würde. SCP-1678-D ist einfach über Automaten erhältlich, die in praktisch jedem Wohngebäude aufgestellt sind.
Bei diesen Verkaufsautomaten handelt es sich um aufrechte Stahlpumpen, die in Größe und Form einer modernen Benzinpumpe ähneln und einen Schlitz für die Aufnahme von Münzen sowie einen flexiblen Gummischlauch besitzen, der in einer auslöserbetätigten Düse endet, die bei entsprechender Bezahlung einen halben Liter SCP-1678-D abgibt. Alle Verkaufsautomaten zeigen den Aufdruck Dr. Goodies Wunderbrei. Neben dem Bild eines lächelnden Kindes, das sich an einer Schüssel SCP-1678-D erfreut, und Textblasen, die darauf hinweisen, dass SCP-1678-D nur einen Viertelpenny pro Schüssel kostet, dass es alle Nährstoffe enthält, die sie brauchen, und Gesundheit und Vitalität vollständig wiederherstellt. Es hat sich gezeigt, dass Exemplare von SCP-1678-B und -C von SCP-1678-D angezogen sind, ebenso wie eine unbekannte Art farbiger Weichtiere, die dabei beobachtet wurden, wie sie sich von verschütteten Resten ernähren. Bei SCP-1678-D handelt es sich um ein synthetisches Stärkegel, das mit verschiedenen Mineralien, Vitaminen, Fetten und Füllstoffen angereichert ist. Darüber hinaus enthält es mehrere unbekannte Moleküle und verschiedene manipulierte DNA-Helixen, die sich in synthetischen Zellstrukturen befinden. Es besitzt die gleiche Konsistenz und den gleichen Geschmack wie Haferbrei. Wie beworben, enthält es alle für das kurzfristige Überleben notwendigen Nährstoffe. Forscher der Foundation haben jedoch darauf hingewiesen, dass Konsumenten von SCP-1678-D über einen Zeitraum von mehr als 6 Wochen aufgrund des niedrigen Fett- und Proteingehalts von SCP-1678-D gefährlich untergewichtig werden und es wahrscheinlich ist, an Krankheiten wie Skorbut zu erkranken, sollte man versuchen, allein durch den Verzehr von SCP-1678-D zu überleben. SCP-1678-D scheint mit der Absicht entwickelt worden zu sein, die Psyche von Konsumenten zu manipulieren. Durch eine Mischung unbekannter molekularer Verbindungen sind regelmäßige Konsumenten gehorsamer gegenüber Autoritätspersonen, begehen seltener Gewalttaten, haben eine geringere Wahrscheinlichkeit, Geschlechtsverkehr zu haben, sind weniger fähig, Angst oder Panik zu empfinden und verfügen über konstant hohe Moral. Darüber hinaus hat es auch eingebaute Nebenwirkungen wie depressive Symptome und Kopfschmerzen, sollte ein Subjekt plötzlich damit aufhören, SCP-1678-D zu sich zu nehmen. Aufgrund der Schwierigkeit, innerhalb von SCP-1678 Nahrung herzustellen, würde SCP-1678-D im Falle einer großflächigen Besiedlung zwangsläufig als Hauptnahrungsquelle dienen. Foundation-Personal ist es untersagt, SCP-1678-D selbst in kleinen Mengen zu konsumieren. Nicht alle Verkaufsautomaten produzieren SCP-1678-D in der gleichen Qualität. Einige Automaten produzieren mangelhafte Varianten, die zu schweren geistigen oder körperlichen Anomalien oder den Tod des Konsumenten führen können. Es ist derzeit unklar, welche Entität, welches Wesen oder welcher Verstand für die Erschaffung und Instandhaltung von SCP-1678 verantwortlich ist. Es ist unklar, in Erwartung welches Ereignisses oder welcher Katastrophe SCP-1678 erbaut wurde.